Analysis completed. Detected new objects requiring scan. Und damit hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Forever Skies. Ich habe schon mal angedockt, frecherweise, und offscreen gerade ein bisschen rumgelasert und alles extrahiert, was ich hier so finden konnte. Hat sich das jetzt hier schon direkt angedockt? Das ist ja cool. Gar nicht mal so schlecht. Okay, was haben wir denn alles so Neues entdeckt? Datenbank? Dächer. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Texte nicht so stark variieren. Das sind alles so Sachen, die ja hier überall schon vorkommen. Ich hatte halt gehofft, dass hier mal ein anderer Text kommt. Aber gut, vielleicht kommt das ja später noch. So, dann leere ich mal kurz noch meine Taschen. Metalle kommen hier unten rein. Mal bei Gelegenheit wieder ein bisschen aufräumen. Ist was chaotisch geworden. So, zu trinken haben wir. Nehmen wir gleich mal einen Schluck. Ich glaube, ich hau mich ganz kurz nochmal aufs Ohr. So, das sollte reichen. Dann wird noch was kurz gegessen. Ich hab das letzte Palat reingehauen, bevor das verkommt. Hier haben wir noch ein bisschen Zeit. Hier wird es nur gerade kritisch. Aber ich weiß aktuell nicht, was ich mit dem Koriander anstellen soll. Verdammtes Essen können wir auch mal ansetzen. Okay, also Scanner ist bereit. Extraktor hätte ich mal aufladen können. Mache ich ganz kurz. Das ging ja das letzte Mal recht schnell. Ist die Frage, wie schnell? Vielleicht reicht es ja, dass wir mal ganz kurz hier drüben schauen, was es denn zu looten gibt. Wir haben ja einiges vor uns. Ihr seht ja, wie groß das Gelände ist. Halt, Moment mal. Ich habe ja gar nicht nachgeguckt, was wir hier scannen können. Wo ging das nochmal? Baupläne? Nee. To-Do-List? Nein. Nein. Wo war das? Studien. Genau. Es ist eine Windparkanlagenvariante. Hier kriegen wir ihn! Da ist er! Der Deck-Extraktor, mit dem wir schon den Filter haben. Yay! Da haben wir natürlich was zu extrahieren. Lustig, weil ich habe ihn ja nicht mit. Halt! Okay, zerkochte Mahlzeit ist zubereitet. Da haben wir noch Helium. Werde ich jetzt mal nicht drüber springen. Nein, wir holen jetzt erstmal den Extraktor und dann geht's los. Dann wird hier alles leer gefegt. Ich wollte, genau. Kurz den Faden verloren. So. Brauchen wir noch irgendwas? Scanner haben wir. Für den automatischen Extraktor sind wir bereit. Lass mich mal hier ganz kurz fallen. So. Damit ihr auch was seht. Schnell mal noch das Licht entzündet. Oh Gott, das hätte ich mich früher nicht getraut. Dieses Spiel verleitet mich echt zu solch merkwürdigen Manövern. Nur was nützt es mir jetzt? Oh Gott. Ich kann ja nur darüber springen. Hey. Da brennt es schon wieder. Boah. Ich wüsste furchtbar gerne, ob das hier jemand entzündet hat oder ob das wirklich die ganze Zeit schon brennt. Eine ewige Flamme.
Natürlich, der kommt immer, wenn ich hier irgendwo angedockt habe, in unerreichbaren Höhen. Schon jemand hier? Ist ja alles leer. Ich glaube, hier war schon jemand. Betrug. Es ist Betrug. Stehe auf mein Loot. Okay. Hier ist tatsächlich nichts. Das ist ein bisschen enttäuschend. Oh Gott, das habe ich ja völlig vergessen. Die Windparkanlagen hatten ja einen Hang dazu zu merkwürdig gebauten Strukturen. Aber hier hatte ich doch jetzt alles, oder? Ja, ich glaube, hier hatten wir alles. So, synthetische Materialien nehme ich auf jeden Fall aktuell sehr gerne. Da haben wir ein bisschen Mangel dran. Muss ich mal bei Gelegenheit wieder sammeln. Irgendwie ist hier erschreckend wenig Loot. Nur Treibstoff überall. Was haben wir da? Lesen. Lieferung des Prototyps eines automatischen Extraktors. Ja! Die Bedienung von Extraktoren setzt jeden zu. Die wunden Hände vom stundenlangen Drücken des Auslösers, der schmerzende Rücken von den Erschütterungen während der Extraktion, die Kopfschmerzen vom Lärm und wie viel Zeit das alles kostet. Aber heute sollen wir einen Prototyp des automatischen Extraktors bekommen. Wir sind alle sehr aufgeregt. Das könnte das Ende unseres Problems sein. Wir warten immer noch auf das Luftschiff mit dem Paket. Ich hoffe, dass der kommende Sturm die Lieferung nicht behindern wird. Ja, ich erwarte auch eine Lieferung. Wo ist sie? Ist sie hier drin? Moment. Hallo? Automatischer Extraktor? Bitte melden. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ist nicht in diesem Trümmerfeld. Interessant. Gucken wir gleich mal. Erstmal noch die... Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Genau. Wieder nichts in den Schränken. Kommt schon, Leute, Vorratsführung. Das hier ist ein Notstand. Wo sind eure Vorräte? Da sehe ich Helium. Da hinten scheint noch was zum Extrahieren zu sein. Okay, haben wir hier... Das sieht nicht gesund aus. Da ist er! Da ist der Extraktor! Kann ich ihn von hier aus scannen? Ja! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wollen wir gleich mal zurück? Dann kann er schon mal extrahieren, während wir hier unterwegs sind. Sieht's aus? Lohnt sich das schon? Ah, eigentlich nicht so wirklich. Ich hätte mal einen Schluck genommen auf den Schreck. Ich habe nichts zu essen mit. Sehe ich gerade.
Dann räumen wir hier noch ein bisschen leer. Und sobald mein Charakter Hunger kriegt, gehen wir zurück und probieren uns an dem automatischen Extraktor. Ist das ein Deal? Kann man damit leben? Ich würde sagen, ja. So, ich glaube, die Lampe kann ich ausmachen. Achso, kann ich nicht, während ich auf der Leiter bin. Ich würde gerne den Boden sehen. Gott. So, Lampe können wir erstmal ausmachen. Da ist ein Riesenloch, aber da kommen wir nicht hin. Dann gehen wir hier lang. Wie ist das gedacht? Wie soll ich da hinkommen? Ich mich durch das Loch fallen lassen soll? Oder ist das was für die automatische Rampe? Also wie ich da rüberkomme, ist okay. Hä? Ich glaube, wir brauchen die Rampe. Es gehen definitiv ganz normale Leitern darunter. Soll man sich hier einfach fallen lassen? Das scheint mir irgendwie keine gesunde Lösung zu sein. Aber erstmal, was hier zu finden ist, und dann probieren wir es mal mit der Rampe, wenn wir jetzt von hier aus keine Möglichkeit finden. Einmal extrahieren. Ich hab's doch hier gerade noch aufblitzen sehen. Da. Es ist wieder so eine Wand, die ich nicht extrahieren kann, die aus irgendeinem Grund aber so aussieht. Hier ist mal was drin. Football. Okay, ich glaube, das ist wieder so ein Deko-Gegenstand. Jetzt sind wir wieder hier. Ach nö, wirklich? Die sind selten. Warum wollt ihr ständig eine Batterie von mir? Oh. Ach nee, das war ja wieder die Wand. Kann ich nicht hier reinkriechen? Mich auf den Bauch legen oder so? Ich würde eigentlich ungern eine Batterie dafür hergeben. Und ich gehe mal auf Scanner. Irgendwie das Gefühl, hier gibt es noch was. Okay. Das hier hat keinen Eingang. Aber da oben sehe ich doch was. So. Haben wir das erstmal beseitigt. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Es gibt eine Leiter da hoch. Aber für die Zwischenstufe gibt es keine. Vielleicht von unten. Was ploppt hier immer auf? Da. Teilkomponente. Komme ich hier eigentlich wieder hoch, wenn ich da jetzt runtergehe?
glaube, das ist mir nichts. Wir gehen mal zurück und ich hole die Rampe. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Aber dann können wir gleich den Extraktor einsetzen. Ich hoffe, der will nicht so viele wertvolle Ressourcen. Hoffentlich sind das alles Sachen, die wir auch da haben. Sonst wird es ein bisschen ärgerlich. Oh, ha. Wen habe ich denn da noch stehen lassen? Hallo? Jetzt habe ich sie. Wie kam ich nochmal hoch? Da drüben ist eine Leiter. Und da ist eine Leiter. Mit dem ewigen Feuer. Vor allem bei dem Regen müsste es doch eigentlich ausgehen, oder? Irgendwie schon cool aus. So, Forschung. Forschung, hallo. Ah, Hauptplatine und Polymer. Ach Gott, warum will man alles Polymer haben? Okay, wir brauchen für Polymer die Flaschen. Ja, diese haben wir. Auch was zu essen ansetzen. Ich setze erstmal die Forschung an. Ach ja, Hauptplatine. Dann setze ich noch nicht die Forschung an, dann müssen wir erst die Zwischenschritte machen. Also, erstmal Polymer. So, in der Zeit können wir ablegen. Ja, die Motoren sind immer noch leer, ich weiß. Komischerweise können wir trotzdem noch fliegen. So, wie machen wir das am geschicktesten? Da. Halt, nein, ich will runter. Runter, nicht hoch, bitte. Jetzt kommt natürlich Nebel auf. Kommt schon, ich muss was sehen. Wir müssen, glaube ich, mehr darüber. Ja, nicht so schnell, nicht so schnell. Ich kann ein bisschen drehen. Da werden wir gleich andocken. Gucken wir gleich mal, ob die Rampe bis dahin kommt. Aber erstmal die Hauptplatine. Was braucht die? Kupfer und Plastikmüll. Beides haben wir, Gott sei Dank. So, was zu essen brauchen wir auch. Haha, nee. Nee, 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 so wird das nichts. Muss mich noch weiter eindrehen. So, derzeit kann die Forschung laufen. Mach gar nichts. Hallo? Ist das der Wind? Ich habe gerade nichts gemacht. Okay, vielleicht sollte ich nicht da parken. Dann gehen wir erstmal hier hin. Ja, ja, ich weiß, dass ein Motor aufgebraucht ist.
So, das sollte reichen. Dann gucken wir mal, wie können wir das denn jetzt bauen? Transformator, elektrische Elemente und Leiterplatinen. Das sollte doch möglich sein. Ach halt, Transformatoren haben wir, glaube ich, nicht mehr. Was kosten die? Wo waren denn die nochmal? Da. Maschinenteile und elektrische Elemente. Räumen wir das erstmal weg. Maschinenteile. Aber elektrische Elemente habe ich nicht mehr. Printing completed. So, reicht das jetzt schon? Was? 10 Stück? 10 elektrische Elemente? Ja, ernst? Oha! Das ist ganz schön teuer. Printing Ja, Essen ist schon auf dem Herd. Ganz entspannt. Ich kann in der Zeit mal was trinken. Ich sehe gerade, der Extraktor muss ja auch wieder geladen werden. So, jetzt aber. Produziere. Los. Schneller. So, wir haben gegessen. Oh, das war wohl der Blitz. Hier ist kein Köder mehr drin. Verflixt. Ich dachte, ich kann das mal eben schnell machen. Noch jemand? Noch irgendwas beschädigt? Diesmal hat der Sturm nicht ganz so viel angerichtet. Finde ich sehr gut. Okay, also, wir brauchen einen Köder. Gehen wir Schritt für Schritt vor. Dann kommt der Köder hier rein. Printing completed. Dann wird der Köder runtergelassen und blockiert ihn denn? Nicht jetzt? Das kleine bisschen? Ah. Extraktor. Moment, falsche Nummer. Ach du heiliges. Wow, ist der groß. Uah. Da muss ich ja ganz anders bauen. Ja. Es wird dezent voll. Moment, wie konnte ich das nochmal abbrechen? Ich möchte bitte. Danke. Mache ich das denn dann vor Schreck? Also ich muss auf jeden Fall mehr Bodenplatten machen. Ich könnte hier seitlich ihn erstmal wegmachen. Und dann hier eine Rampe lang. Ich bin eh schon recht breit vom Aufbau des Flugschiffes her, meine ich. Wo hatte ich denn den Bau? Da ist er. Den Konstrukteur. Dafür brauche ich Metalle. Dann haben wir auch mal ein bisschen Nutzen dafür. So. Ein Stück. Oh Gott, der braucht auch synthetische Materialien. Irks. Das habe ich ja gar nicht bedacht.
Davon habe ich nicht mehr allzu viel. Das heißt, ich kann nur 6 Stück machen. Okay, ich mache das anders. Ich extrahiere gleich mal ein bisschen synthetische Materialien und in der nächsten Folge bauen wir endlich, endlich den automatischen Extraktor. Ich freue mich so. Wir haben ihn. Yay! Und dann gucken wir auch mal, dass wir hier in den restlichen Gebäudebereich reinkommen, um noch mehr Loot einzusammeln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.